du gerade mal einen Schluck getrunken und jetzt geht's auch hoffentlich gleich weiter. Ladebildschirme sind immer was Feines, ne? Ach ja. Ah ja. 151, ne? Das ist ja auch Highlight, ey. Das alles nur, weil wir das Kraftwerk hier nicht abschalten können. Da muss auch bald wieder Öl gekauft werden. Das wird ja auch wieder 9000 kostet das mal eben. Ja. Haben wir hier denn überhaupt ein Rathaus? Ja, haben wir, aber das können wir nicht ausbauen. 5000 Einwohner, vergiss es. Vergiss es. Dann brauchen wir gar nicht hier weiter zu spielen. Die werden wir hier niemals erreichen. Es sei denn, wir machen da auch Wohngebiete hin. Wie wir das dann auch in Grünfels West getan haben. Da haben wir ja recht schnell dann die 5000er Marke geknackt und dann auch die 15000er Marke. Aber ja, also wenn es anders nicht hilft, dann müssen wir das da auch machen. Anders können wir die Städte wohl nicht finanzieren. Das funktioniert nicht. Und immer Geld rüber überweisen ist natürlich auch, ob das so die, naja, ob das so die Lösung ist. Ich weiß ja nicht. Wie gesagt, würde das automatisch irgendwie funktionieren, dann wäre ich da gerne bei, aber wir müssen ja mal dran denken. Vor allen Dingen dauert das ja auch mal eine Weile, bis das da ankommt. Und erstmal ist das Geld dann weg und dümpelt irgendwo rum zwischen den Servern und keine Ahnung. Bürgermeisterteam. Erhalten Sie die der Reg Erteilen Sie der Region Genehmigung für 10 Gebäude. War ein bisschen klein geschrieben, naja. Aha. Für 10 Gebäude. Okay, meinetwegen. Das segne ich mal so ab. So, jetzt hat mich hier irgendwie mit dem Wasser ein bisschen, so ein bisschen in Bedrängnis geraten. Können wir hier noch eine. Was kostet denn so eine blöde Filterpumpe? Ne, wir wollen schon eine richtige haben. Die kostet mal eben 60000, ey. Die spinnen doch. Wie sieht denn das allgemein mit dem Wasser aus? Ja, hier ist nicht mehr so doll, ne? Die gute Frage ist ja. Ja, hier ist sowieso Mist. Da oben auch. Die gute Frage ist ja, was machen wir denn, wenn hier gar kein Wasser mehr ist? Gibt es hier dann irgendwann gar kein Grundwasser mehr, oder? Dann können wir das ja theoretisch nur aus Grünfels West beziehen, die ja eine Wasseranbindung haben. Oder wir müssen ja irgendwann unsere Stadt aufgeben, ich weiß es nicht. Weil mit 45000 Einwohnern ist die Stadt ja noch nicht so groß. Und wir haben ja noch nicht überall Hochhäuser, also hier ja hauptsächlich, aber ansonsten, es hält sich ja noch in Grenzen. Das ist ja hauptsächlich die Ecke hier. Die ist natürlich sehr extrem. Aber manche haben ja ihre kompletten Städte da nur Hochhäuser. Da hätten wir sie natürlich auch ganz anders bauen müssen. Aber ich wollte sie gerade mal ein bisschen individuell haben, weil nur Quadrate und Blöcke, das ist ein bisschen langweilig. Klar, vorher hat man SimCity natürlich immer so gebaut. Und jetzt, wo es auch Kurven gibt, darauf habe ich schon lange gewartet, muss ich sagen. Und da will ich natürlich das auch einsetzen. Und nicht nur weiterhin wieder Quadrate bauen. Na, gucken wir mal, was hier so in unserer Stadt los ist. Muss man ja auch ab und zu mal gucken. Gerade als Bürgermeister. Das ist ja sehr wichtig, ne? Was wir mal machen können, wir können auch mal den Filter wechseln. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Was haben wir denn noch so? Wärmer. Platin ist, glaube ich, müsste irgendwie sowas Graues sein, ne?
Ja, das ist wie so ein alter Film. Wie so ein alter Schwarz-Weiß-Film. Weniger Sättigung. Ja, das ist ein bisschen sehr wenig Sättigung. Machen wir mal leuchtend. Retro ist sicherlich auch cool. Das sieht aber auch sehr krass aus, ne? Wie sah denn Retro nochmal aus? Cool. Retro ist auch cool. Passt natürlich zu unseren Hochhäusern hier. Nee, nicht wirklich. Weich. Oh, weich ist gut. Hatten wir das vorher auch oder hatten wir wärmer? Weich ist auch in Ordnung. Oha. Ja, hier ist ja ein Riesenbrand. Und wo ist die Feuerwehr? Das brennt ja lichterloh hier. Kriminalität. Brandstifter oder. Hallo? Feuerwehr? Hier brennt das an jeder Ecke. Wo ist die Feuerwehr? Hallo? Wo ist die Feuerwehr? Aber kein niedergebranntes Gebäude. Was ist denn auf einmal los hier? Wieso brennt hier an jeder Ecke was? Wieso zeigt er mir das hier nicht an? Zeigt er mir nicht nochmal die Feuer an? Alle Fahrzeuge im Einsatz? Wo sind die? Hallo? Ausrücken! Leute, wo seid ihr? Alle Tore zu? Ey, mal ganz ehrlich. Ja, er ist ja ausgerückt irgendwie, aber wo ist der? Wo zum Henker ist der? Hier ist er nicht? Ey. Hallo. Ey Leute, das kann doch nicht wahr sein. Oh. Ey, ich ahne noch irgendwas Schlimmes jetzt, ey. Was kosten die pro Stunde? 200. Da müssen wir hier noch zwei anbauen. So, ausrücken, Leute. Ausrücken. Aber das kann doch nicht sein. Wir haben doch normalerweise das immer gesehen. Die halbe Stadt brennt hier ab. Und ich sehe keine Feuerwehr. Wir haben zwei Feuerwehrstationen. Die müssen doch auch hier los. Ach was. Jetzt macht ihr euch hier auf den Weg oder was? Ach, jetzt geht's los oder was? So ganz allmählich. Und was ist mit euch? Und wahrscheinlich wieder zu der kleinsten Pissbude überhaupt. Na? Bieg wenigstens rechts ab, ey. Ja, ey, ich wollte gerade sagen, nicht zu dem da. Ey, das ist ja immerhin noch. Okay, da. Das sehe ich ja noch ein bisschen ein. Aber das hier brennt lichterloh, also das hätte auf jeden Fall Vorrang gehabt. Vor allem gefährdet das hier auch andere größere Gebäude. Und das hier steht ja doch in einer Entfernung zu den beiden anderen. Helikopters vor Ort, alles klar. Du sollst mal lieber hier oben hinfliegen. Hier ist viel mehr Action. Machen wir mal einen kleinen Screenshot. Kann man schön die Überschrift schreiben, wo ist die Feuerwehr?
Nee, das ist viel besser so. So, das ist ein schönes Bild. Da haben wir alle Feuer drauf. Und jetzt die Frage, wo ist die Feuerwehr? Wenn man sie braucht. Steckt sie hier im Stau? Nein, das ist der Krankenwagen. Sind sie vielleicht in der Nachbarstadt? Was natürlich auch noch sein kann. Wie viel Wagen habe ich da hingeschickt? Zwei Stück, na gut. Aber trotzdem, ich habe eben nur einen gesehen. Wir haben jeweils einen in Grünfels-Ost und einen in West. Ja, und fünf sind noch hier. So, da soll eigentlich kein Problem darstellen. Abwasserprobleme? Och nö. Verstopfte Rohre. Bist du wieder am Ende hier? Verarbeitung des Abwassers aus der Stadt. Müssen wir wieder aufrüsten? Nee, ich will hier das Ding aufrüsten. Was kostet das? Quanta Costa. 40. Sag mal. Was ist denn im Moment? Hier können wir doch locker mal einen 100.000er Kredit aufnehmen. Das wäre ja nicht so das Problem eigentlich. So, machen wir das doch einfach mal. Pass mal auf. Wir brauchen ja dringend auch wieder eine Bildungsabteilung. Bauen wir mal hier so eine blöde Pumpe ran. Die kostet 40. Jupp. Und überweisen wir mal. Das ist natürlich jetzt mit den Finanzen ein bisschen. Wohngebiet. Komm, die Steuern können wir ein bisschen erhöhen. Diese Partie ist doch hoch genug, oder? Sehr zufrieden. 86%. Viel besser geht das ja wohl gar nicht. So, jetzt ist das alles wieder Tutti hier. Und wir überweisen mal. Guck an, wir machen wieder richtig Umsatz. Naja gut, richtig Umsatz. Aber bei den Sachen, die wir hier über alles. Also, ich muss das neu formulieren. Was wir hier alles haben an Einrichtungen, wofür wir viel Geld bezahlen. Dafür geht das echt. Wir können auch mal gucken, was wir an Ausgaben haben. Wir haben allein 26.000 Ausgaben pro Stunde. Simoleons. Aber auch 27.000 Einnahmen. Und hinzu noch die Legierung, den Metallschrott, den Plastikabfall, wollte ich sagen. Woran wir ja Geld verdienen. Diese recycelten Materialien. Das kommt ja auch noch hinzu. Da machen wir ja ordentlich Schotter mit. Also reicht das auch völlig, wenn wir hier mal 1000 pro Stunde nur kriegen oder 600. Was vergleichsweise natürlich nicht so viel ist. Aber im Verhältnis zu den Ausgaben, die wir hier haben, ist das auf jeden Fall okay. Und jetzt gehen wir mal in die... Wir sind ja in der Regionsübersicht, stimmt. So, jetzt gehen wir mal auf Grünfels West. Die haben nämlich nur noch 177 Simoleons. Nicht 177.000, sondern 177. Dann können wir auch mal hier das, was wir haben, können wir mal als Geschenk schicken. Dann warten wir doch mal eben, bis hier steht, dass das verschickt wurde. Weil ich glaube, erst dann können wir das auch in Grünfels West empfangen. Achso. Schauen wir noch. Wie konnten wir das sehen? So. Kommt nämlich gleich wieder ein Geldtransporter. Da kommt er.